So, live bei Twitch, Tour de France 2018, mit dem Pro-Leader-Modus, ja, da habe ich ja die Karriere schon angefangen. Mit meinem Fahrer, das erste Rennen der zweiten Saison, auch schon durch, ja, mit Sieberg, 3 Stunden 30 Vorsprung. Kleiner Bug im Spiel leider, denn der betrifft auch nicht nur mich, sondern auch andere, so wie ich in den Kommentaren das erkennen konnte. Ja, aber ich mache jetzt trotzdem mal weiter, jetzt mit Paris-Nizza. So, genau, hier haben wir nochmal die Gesamtwertung. Groupama führt, so. Fortfahren, genau. Jetzt fahren wir hier weiter mit Paris-Nizza. Natürlich spielen. Hallo Justi, Bisti. So. Rennstart ändern. Mal gucken, wer jetzt hier dabei ist. Auch von der Form her. Also Pelle Bilbao würde ich mitnehmen für die Gesamtwertung. Lamartin, Gesink, Anton, Schachmann ist in guter Form. Sieberg. Ach, verdammt. Hi, guys. Welcome to the briefing for this first stage. The main thing to grasp. Ich wollte doch ändern drücken. Nochmal beenden. Beenden. So. Nochmal fortsetzen. We had no real ambitions for the classification of this. So, nochmal. Spielen. Ja, und jetzt die richtigen Tasten hier drücken. Ersetzen ist Viereck. So. Okay. Sieberg. Da habe ich jetzt. Wie bin ich in. Ah, hier sieht man die. Oh, doch, die Form ist dort oben rechts. Bin dabei. Ansonsten Feline, Gaudio, Igor Anton. Ein Sprinter wollte ich dann trotzdem mitnehmen. So. Okay. So können wir eigentlich fahren. Bilbao als Kapitän. Los geht's. Hi guys. Welcome to the briefing for this first stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and without any difficulties. But be on your guard as the wind can lead to bordures. Normally, we put die Etappen, wie die kurz aussehen. Okay. 13 Kilometer Zeit fahren mit einem Schlussanstieg. Nochmal eine flache Etappe mit Wind. Guter Anstieg. Ja, die letzten beiden Etappen, die werden dann die Gesamtwertung ausmachen. Na gut, fangen wir erstmal an. So, Viviani, Sagan, Kronewegen sind ja die Favoriten. Gut, da werden mit Walscheid nicht gerade große Chancen haben, da vorne reinzufahren. Aber dennoch. Ach, der ist auch nicht gut in Form. Sprint eine 74. Ja, Fellini hat auch im Sprint eine 74. Kann ich auch gleich mit Fellini fahren. Greetings, ladies and gentlemen. Given the absence of any major difficulties, we can expect a mass sprint finish. But watch out for the wind that could cause bordures and make for a totally unfettered race. So. Schlecht in Form, dann brauche ich nicht wegschicken. Ich
Schlecht in Form, schlecht in Form. Gaudio beschützt Feline. Lamartink, Bilbao wegen der Gesamtwertung. So. Gut. Dann denke ich mal, wird hier gesamtwertungstechnisch sowieso noch nicht so viel passieren, obwohl, wie man heute bei der Tour de France Etappe, bei der ersten Etappe gesehen hat, kann selbst auf solchen Etappen schon relativ viel passieren und Zeit verlieren. Froome, Richie Porte, Quintana, alle heute Zeit verloren bei der ersten Etappe. Das ist schon krass. Also die müssen das erstmal Mannschaftszeitfahren wieder aufholen. Also bei Movistar wird das eher schwieriger. Bei Sky und bei BMC gehe ich mal davon aus, dass die da weniger Probleme haben werden, das wieder gut zu machen. The breakaway is losing ground. The intermediate sprint is looming for the front of the race. The first 15 riders score points towards the green jersey. So, wer ist hier eigentlich vorne? Naja, die üblichen Verdächtigen mit De Gendt in der Ausreisergruppe. Okay, muss man kurz aufpassen. Nicht, dass ihr jetzt the breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. Es könnte was passieren, aber ich glaube, das Tempo ist nicht so hoch, dass die Windkante hier entsteht. Flat stages. Little wonder that they're not shown in their entirety on TV. So, ja, sind nur noch ein bisschen mehr 60 Kilometer. Kleiner Anstieg kommt noch und dann geht's zum Sprint. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. Aber die Ausreißer sind noch. So, 25 Kilometer gleich noch. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. Last time check with the breakaway. 1 minute. The breakaway is in the sight of the peloton. There's little chance that it can hold off the sprint. Okay, letzten 10 Kilometer. Sieht eigentlich aus. Hier kriegt er schon Probleme. Okay, I'll consume a feed. So, jetzt muss er mal ein bisschen nach vorne kommen hier. Für den Sprint. Upsala. Die Ausreise sind immer noch 45 Sekunden vorne. Ich glaube, die kriegen wir nicht mehr. 6 Kilometer, es wird ganz eng. Wenn jetzt Quickstep hier nochmal Tempo aufs Tempo drückt, könnte es was werden. Luzenko hat sich abgesetzt. The man at the front will add this stage to his list of achievements. He's pulled off quite an exploit.
2,7 Kilometer. 30 seconds lead for the head of the race. So, doch die Ausreiter noch eingeholt. 1,6, 1,5, 1,4 Kilometer. Oh, jetzt habe ich verpasst zu sprinten. Das war blöd. Naja, gut, okay. Christoph hat gewonnen. Sagan Dritter, Neunter Feline. Keiner hat Zeit verloren. Perfekt. Feline, Sieberg. So. Konnte mich hier nicht verbessern. Hier fehlt noch eine Etappe. Naja, gut, mal weiter. Nächste flache Etappe. Hier wird es dann das erste Mal interessant. So, denke ich mal wieder, dass es zum Sprint kommen wird. Sagan jetzt hier favorisiert. So. Feline ist jetzt nicht so in Form von der Tagesform her. Dann eher Schachmann. Ja, trotzdem, einziger Sprinter, den ich habe. Walscheid ist ja jetzt eher auch nicht so in Form. So. Dann Lammertink, Bilbao. Walscheid, Feline, so, Schachmann. Kann vielleicht ausreißen. So, Schachmann hat es geschafft. Ist in der Ausreißergruppe dabei. Das ist gut. Jetzt müsste man hier aufpassen. In der frühen Phase Wind. Aber nichts passiert. So, 3,5 Minuten Abstand. So, naja, es passiert nicht viel. Flat stage
Hallo, ist Lander One. Mein Tourfavorit, ja, nach der heutigen Etappe. Gut, es kann noch viel passieren. Ja, ist schwierig zu sagen. Ich würde ja sagen, eigentlich Richie Port. Ist auch noch möglich. Und Tom Dumoulin. Aber Nibali, also ja. Ich glaube, der wird von vielen gar nicht so beachtet und könnte eigentlich der große Profiteur zum Schluss vielleicht sein. Also er hat auf jeden Fall ganz gute Chancen, ganz vorne zu sein. Kommt auch drauf an, ich weiß gar nicht, wie er über Kopfsteinpflaster kommt, wenn er da gut drüber kommt. Der durchaus eine große Chance, ganz vorne zum Schluss zu sein. Und ich weiß aber auch nicht, in Mannschaftszeit fahren, wie gut sein Team in Mannschaftszeit fahren ist. Bahrain Merida ist er, glaube ich. Ja, Bahrain Merida. Ich glaube, die sind gar nicht so gut. Also könnte schon sich schon ein bisschen Rückstand dann vielleicht einhandeln. Beziehungsweise jetzt hat er ja schon Vorsprung erstmal auf Froome und Port und Co. Kommt ihm auf jeden Fall gelegen. Also Nibali hat auf jeden Fall eine Chance zu gewinnen. Das auf jeden Fall. So, gucken, ob Schachmann hier oder dabei bleiben kann. Looks like the breakaway still has some gas left. It's still able to widen the gap. 1:30 immer noch. Okay, I'll consume a feed. Five kilometers for the breakaway. 47 Sekunden, ich glaube, die kommen durch. Ich wechsle mal auf Schachmann. Ah, der ist nicht der Sprinter. Vier Kilometer, ich müsste ausreißen vielleicht. Ach verdammt, jetzt bin ich voll hinten drauf gefahren, ey. Natürlich Mist. Zu früh. Vielleicht doch warten sollen. Ja. Mist. He's amongst the leading riders this year. Weißes Trikot, wahrscheinlich für Schachmann. Aber Sprint, eigentlich ist er im Antritt, wie man es gesehen hat, beim Giro gar nicht so schlecht. Ich glaube, er ist ein bisschen zu schlecht eingestellt im Spiel. Mein Fahrer hat ein bisschen Zeit verloren. Naja, gut, macht nichts. Geht ja darum, Erfahrung zu sammeln und dann sich zu steigern. Ja, Nibali, wie gesagt. Also Nibali, ich habe auch gar nicht so an Nibali gedacht die ganze Zeit. Vielleicht wird er der lachende Dritte sozusagen, wenn sich Port und Froome, oder der lachende Vierte zwischen Port, Froome und Dumoulin, und dann kommt doch noch Nibali. Mal schauen. So, Slekta hat gewonnen vor Walgrain. Ja, Siebter, naja gut, Sagan. So, wie sieht es an Gesamtwertung aus? Schachmann jetzt Vierter. Ja, das passt erstmal soweit. Schachmann hat jetzt auch Punkte gemacht, das ist gut. Und wir sind immer noch Dritter. Sehr schön. Ja, stimmt, weil das Trikot hat der Schachmann noch erobert.
So, jetzt, flache Etappe beendet. Plus 1 für flach, das ist sehr gut. Hier brauche ich dringend mehr Punkte. So auf 67, 66, 67 müsste es schon noch hochgehen, damit ich im Endeffekt keine Probleme auf flachen Etappen habe. So, Berg, naja, gut. Hi guys. Let's start the briefing for dritte Etappe nach Oyonnax. No particular difficulties. A sprint finish is more than likely. We don't have what it takes to be in the final sprint. If we want to make a showing, we'll have to be in the early breakaway. Have a good stage. Okay, gut. Also das könnte was, ja. Das ist eigentlich genau was für Feline, weil der gut über die Hügel kommt. Und auch noch ganz gut sprinten kann. Also jetzt könnte eine Platzierung unter den Top 5 drin sein. Jetzt müsste das Tempo bloß hoch genug sein, dass Viviani, Gaviria Anschluss verlieren. Ich glaube, Sagan wird man nicht so einfach abhängen können. So, dann Feline von der Form geht. Bilbao hat auch keine so gute Form. Ah, Schachmann ist gut in Form. Muss nur das weiße Trikot verteidigen. Und hat im Hügel auch eine 74. Also es dürfte auf jeden Fall möglich sein. Aber dennoch Feline, Hügel 76, Sprint 74, Antritt 76. Eigentlich perfekte Etappe für ihn. Ja, die Etappe war wirklich heute chaotisch. Das stimmt auf jeden Fall. Wie sollte es dann erst beim Kopfsteinpflaster werden, genau. Also das, boah. Aber das ist immer in dem letzten Drittel, den letzten 10, 20 Kilometern sind wir so hektisch, weil auch so viele Sprinter dabei sind. Und es ging ja immerhin ums gelbe Trikot und das wollen ja noch mal mehr Leute mitsprinten oder Zeitbonifikation rausholen oder was auch immer. Das macht es natürlich auch noch mal gefährlicher. Also das ist heute schon krass gewesen. So, jetzt müssen wir erstmal hier wieder aufpassen. Lamartine, Bilbao, Gaudio, Feline. Und hier kann auch was machen. Schachmann. One and a half minutes for the breakaway. It might just work. Das Interessante trotzdem jetzt ist nach der ersten Etappe, dass halt schon wirklich ein paar Favoriten Zeit verloren haben. Und die auf jeden Fall irgendwie angreifen müssen, um die Zeit wieder gut zu machen. Außer die machen wirklich die komplette Zeit wieder in Mannschaftszeit fahren gut. Aber das macht die Tour nur umso interessanter. So, wie sieht's hier aus jetzt? Ausreißer von Lutsenko, schon wieder, es sind immer die gleichen von. The intermediate sprint will be fought out in Marigny. As with each intermediate sprint, only the top 15 score points. The breakaway is losing ground. So, naja, mal sehen. Also Schachmann, weißes Trikot verteidigen dürfte drin sein. So, hier passiert jetzt gerade nicht wirklich viel. Hier wird ein bisschen. Sollen wir schon schnell noch das Gel nehmen? Hat gerade so geklappt. So,
So, jetzt kommt gleich der erste etwas schwerere Anstieg. So wichtig ist, dass Bilbao, Feline und Schachmann dabei bleiben. Aber ich denke, das Tempo, doch, das Tempo ist schon relativ hoch. Uiuiui. There will be five mountain points for the rider who's first over the top. So, ah, Valverde ist auch dabei. Roglic. Formolo. Bernhard Eisel macht Tempo. Wie sieht's aus? Ja, das Tempo ist relativ entspannt, es ist nicht zu hoch. In which the riders are about to embark would afford them little chance of recovery. Doch noch alle dabei geblieben, meine Fahrer, sehr gut. So, jetzt kommen gleich noch kleine Anstiege, jetzt werde ich aber mal fahren. Schmale Straße hier. Könnte eigentlich mal einen Angriff starten. Vielleicht beim letzten Berg. Dann eigentlich nur noch die Abfahrt ist. Ach komm, Gaudio, los. Gib alles. Müssen die Sprinter loswerden. Kittel ist auch weg. Gaviria ist weg. Bauhaus ist weg. Okay, Gaudio kann nicht mehr. Jetzt übernimmt Gesink. So, aber dann ist noch Kategorie 3 Berg. So, lass mich bitte nach vorne fahren. Angriff los. Angreifen. There's movement at the head of the peloton. You are 2 kilometers from the top. Puh, nichts passiert.
nicht richtig weggekommen. Boah, jetzt geben die alle Gas oder was? Nibali? Oh shit. Wo ist Schachmann? Warum macht er kein Tempo, ey? Bitte. Mich nervt es, dass wir hier Anschluss verloren haben. Cannibali-Tempo machen. Fabio Aru. Ah, Mist. Dürft mal wieder rankommen. So. Drei Kilometer nur noch. Zwei Komma sieben. Eins Komma vier. Valverde sprintet schon. Port und Valverde jetzt. Komm, 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 das könnte echt noch was werden. Das sieht gut aus, das sieht... Doch, reicht. Boah, ganz knapp Sieg. Yes. So, hallo, FFGVZ. Puh, das war knapp. Arbeit haben Sieg, das ist wichtig. Ladies and gentlemen, let us welcome him warmly. Here is the winner of the Achtelfinale. He will climb onto the podium to receive his jersey and a kiss. Mit gelbem Trikot, stimmt. Das ist super. Congratulations for this win, guys. Und Bilbao zur mit der gleichen Zeit reinkommen, perfekt. You beat all the favorites. Moreover, we take the yellow jersey. It's a perfect day. Messi Sagan geschlagen, perfekt. Mollema Uran. G-Port. Gesamtwertung, ja. Fellini 2 Sekunden vor Sagan, dann Messi, Kwiatkowski. Pelle Bilbao ist 23. Schachmann 27. Aber hier führt jetzt Latour vor Lopez und dann Schachmann. Schade, aber gut. Passt. Fellini führt jetzt. Fellini hat gut Punkte gemacht. Ja. Ist jetzt 6. Gerade 30 Punkte durch den Etappensieg für die Weltrangliste, das ist perfekt. Und in der Teamwertung, sind wir gerade im Zwischenstand 1. Hervorragend. So, weiter geht's. Hier kam nichts dazu.
Und jetzt haben wir Zeitfahren. Uiuiui. Given our lead in the general classification, we're going to have to go all out if we want to hold on to the yellow jersey. Try to limit the damage. Try to limit the damage. Lass mal gucken, mit wem ich jetzt fahre. Im Zeitfahren, wer mein bester Zeitfahrer ist. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Dumoulin und Dennis, Kwiatkowski. So, erreichen Sie weniger als 21,24. Was hat er im Zeitfahren? 72, der Felline. 68. Oh, Schachmann hat eine 75 im Zeitfahren. 71 Gesink. Ich glaube, ich fahre mit Schachmann. Das Zeitfahren, weil der auch super in Form ist. Was gibt's? The last rider at the start of this individual time trial. He'll do his utmost to produce the best time. Come on, let's give him a hand. Schon mal Gas geben. Das Zeitfahren. Ich kann das Zeitfahren nicht einschätzen, inwiefern ich noch Kraft sparen muss bis zum Schluss. Und ich gebe erstmal alles. Den ersten Metern. Weil es gibt eine Abfahrt. Noch eine Zwischenzeit, 807 die Bali. Go on, it's downhill. Use it to pick up the pace if you can. Okay. Boah, das war nicht gut, die Kurve. So, jetzt muss noch die Abfahrt kommen. Jetzt habe ich ja voll versaut. Ich muss noch ein bisschen was investieren. Oh gut, von der Zeit dabei. Aber ich muss schon aufs Spiel achten. Ich bin so blöd. Problem ist, der Anstieg kommt noch. So, jetzt noch ein kurzes Flachstück und dann geht's in den Anstieg rein. So, der Anstieg beginnt. Ich hoffe, ich kann einen Vorsprung halten. Kwiatkowski führt dann im Ziel vor Alaphilippe. Mein Ziel ist 2048. Komm schon, gib Gas. Ich hab noch Reserven. Kilometer noch. Letzter Kilometer.
Das zieht sich hin, ey. Komm schon. Jetzt wird's langsam knapp. Jetzt wird's langsam knapp von der Energie. 300 Meter. Das reicht ganz genau. Das reicht ganz genau. Yes, im Ziel. Jetzt habe ich gar nicht mehr geguckt, was für eine Zeit das war, aber ich glaube, es war eine sehr gute Zeit. Könnte für einen Sieg gereicht haben. Ladies and Gentlemen, es hat für einen Sieg gereicht. Welcome him warmly. Es hat gereicht. Mal gucken. 9 Sekunden, ja. Vor Kwiatkowski. Also das Zeitfahren ist auf jeden Fall einfacher geworden. Ja gut, gelbes Trikot verloren, okay. Aber die Abstände, ja. Nibali hat 30 Sekunden verloren. Kwiatkowski, Alaphilippe, Jungels. Aber man muss sagen, ich war mit Schachmann auch super in Form. Der hat seinen Formhöhepunkt gerade und noch eine gute, sehr gute Tagesform. Port hat auch 30 Sekunden verloren. Roglic, der hätte, na gut, schlechte Form. Der hätte viel weiter vorne sein sollen. Vielleicht. Ja, mal gucken, Gesamtwertung. Kwiatkowski führt jetzt vor Jungels, Wout Poels, Keldermann, Dumoulin, Mollema. Schachmann ist 16, da 33 Sekunden für Lina, 1,22, Bilbao 1,32. Ja, jetzt muss ich gucken, auf wen ich jetzt setze dann. Schachmann am Berg gut genug ist. Auf jeden Fall bringt es wieder gut Punkte. Schachmann plus 38 Punkte. Jetzt 60 Punkte. Teamwertung sieht auch noch super aus. Weit vorne. So, hier ist auch nichts passiert. Fünfte Etappe. Flache Etappe. Und dann bis zum Zielwind. Boah, das wird interessant. Naja, los geht's. Gucken mal, ich werde jetzt mit Schachmann fahren. Dass er auf jeden Fall keinen Anschluss verliert und dann auf Feline wechseln wegen Sprint. Ah, Feline wieder nicht so in Form. Schachmann immer noch gut in Form. Bilbao auch nicht so der Hit. Naja, gut. Hello everyone. All conditions seem to be met to have a mass sprint finish in Valence, but beware. The wind may upset things when the riders tackle the Rhone Valley at the end of the stage. So, Schachmann, Gaudio, Schachmann, Lamartink, Feline. Bilbao, so. Los geht's. The riders will quickly come up against the Col de la Pierre Plante. This should allow the Baroudeurs to launch an early breakaway. Classified as third category, there will be 2 points and 1 point to be scored for the climber standing. Wie sieht's aus? Tempo geht, Ausreißer, De Gendt, Kenak, Ulisi, Nasen, Tennyson, Cummings. De
Gent mit 202 Bester in der Gesamtwertung. Obwohl auf der Etappe hätte ich meinen Fahrer mitschicken können. Naja. The breakaway is losing ground. So, ich glaube auch nicht. Ah, wohl Kategorie 2 Berg. Könnten auf jeden Fall ein paar Leute den Anschluss verlieren, wenn das Tempo hoch ist. Aber ich werde es nicht hoch machen. Oder hochhalten. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. The breakaway is losing ground. The front runners are into the feed zone. They will then contest the intermediate sprint where only the first 15 will score points in the green jersey standings. The head of the race is 5 kilometers from the intermediate sprint. The peloton is riding hard. Stay well placed. So. Geht hier gleich den Anstieg hoch. Col de l'Escrenée. Okay, Tempo ist relativ hoch. Ja, aber sind alle rübergekommen. Feld ist noch komplett. Wird es gleich interessant. The riders will soon be following the road. If the wind is strong enough, it could change the end of stage scenario. We're coming to an exposed zone, lad, but there's no worry. Gaviria ist zurückgefallen. Etappensieger von heute bei der Tour. Aber es ist kein Wind. Nee. Warten wir noch kurz ab. 15 Kilometer vom Finish. Will be difficult for the peloton to pull back more than 2 minutes. Ja, 2 Minuten wird nix. Aufzuholen. Mein Fellini kann trotzdem mitsprinten. Das passt schon. As we enter the final 10 kilometers, there is no doubt the winner will be decided from amongst the breakaway riders. Cavendish ist auch dabei. Was, einen Sturz gab's? Ich sehe nichts. It shouldn't be long now until the final sprint is launched between the SKPs. Demar. Ja, ich meine sicherlich kein Tempo. So, jetzt kommt Kittel nach vorne. Die Aussage dürften jetzt ins Ziel kommen. De Gent gewinnt. Könnte ich einfach mal. Ja, bis zum Schluss reicht's nicht. Obwohl. Boah, also das war mal ein gutes Foto-Finish. Gucken,
welcher Platz ich da jetzt geworden bin. Das ist mal interessant. Well done, lads. You rode a very good stage. Finishing in the top 10, even though the stage didn't suit us. Ah, Viviani war noch knapp davor, aber Matthewsen nicht. Ah, trotzdem, war gut. Gesamtwertung. Port Valverde haben die Plätze getauscht, okay. Naja, gut. Oh, plus 2. Etappe, kein Zeitform beendet. Wo gab's da jetzt was? Hier. Bei der Abfahrt. Aha. Und bei der Zähigkeit. Okay. Also interessant, der letzte Anstieg. Jetzt muss ich auf jeden Fall wieder jemanden mitschicken in der Ausreisergruppe. Muss versuchen, mit Schachmann zum Schluss vorne zu bleiben, mit in der ersten Gruppe am besten. Verline wäre gut, wenn er drinnen bleibt, für einen gegebenenfalls Etappensieg und Bilbao ebenfalls für die Gesamtwertung noch. Weil ich mir nicht sicher bin, ob ich mit Schachmann über die schweren Etappen, über die schweren Berge komme. So, Verline, ersten 25. Ich fahre mit Schachmann. And welcome to all. It's a stage for the bold today. Too difficult for pure sprinters, not selective enough for the favorites. Ja, ich schicke jetzt mal einfach als Ausreißer. Das wollte ich genau machen. Das hatte ich mir selber gerade schon überlegt. Zumindest Angriffen folgen. Obwohl die Form jetzt gerade nicht gut scheint, aber egal. Lamartink. Gaudio Felline. The riders will soon be in the thick of it with the Côte de Saint-Léger du Ventoux, classified as third category. Ah, hat's mal einer nicht in die Ausreisergruppe geschafft, oder was? The peloton is riding hard. Stay well placed. Ist natürlich schlecht. King of the Mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. Hä? Ah, das hat nicht so wirklich geklappt. Schade, schade. Only the first four riders to the top will score points in the mountain standings. King of the Mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. So, Kategorie 2 Berg. Okay. Gut, dann wird jetzt. You must constantly try to shelter from the wind, so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Ja, Movistar, das stimmt, Slender. Ist wirklich extrem stark. Also in den Bergen. Also da bin ich gespannt. Also in den Bergen haben die taktisch so viele Möglichkeiten dieses Jahr.
Movistar. Da könnt ihr schon mal einiges probieren. Und mal einfach jemanden wegschicken. Und eigentlich muss das Feld dann so gut wie immer reagieren, weil ich glaube, vier oder fünf Fahrer haben, die in der Gesamtwertung durchaus in die ersten 10 bis 15 fahren können. Das ist echt krass. So. Ein paar Fahrer von mir machen hier mit Tempo. Naja, sollen sie machen. Schachmann. Is 1.5 minutes lead on the peloton. Der hat echt krass Tempo hier. Jetzt kann er aufhören. Gaudio. Ich muss dann noch meine Option ausstellen, dass die einfach hier Tempo machen und sowas. So, jetzt geht's gleich nach unten. Jetzt. The peloton is riding hard. Stay well placed. He's being left behind. It's good news for the overall standings. So, gleich geht's in den letzten Anstieg. Von da sind die außer. Maika ist zurückgefallen. Alter, drückt er mich hier hinten rein, oder was? Degenkolb, bitte. Bilbao ist da. Feline. Robert Gesing, ja, der kann Tempo machen. Quintana ist auch dabei, ja. Valverde.
Lammertank ist schon weg. Ups. Schachmann geht noch. Die anderen sehen noch sehr gut aus. Immer noch 160 Fahrer. Gesehen kriegt Probleme. The breakaway is managing to hold off the peloton. The gap seems to have stabilized. Feline ist da, Bilbao ist da, sehr gut. Oh, jetzt wird's schnell. Trentin fällt zurück. Boah, ich muss jetzt irgendwie dranbleiben. Mann. Es sind noch 4 Kilometer. Ich glaube, das wird nichts mit Schachmann. Tempo ist zu hoch. Nee, ich muss rausnehmen. Das wird nix. Schade. Okay, ich muss auf Feline wechseln. Bilbao kann nicht mehr. King of the Mountain Sprint in 2 kilometers for the breakaway group. Okay, I'll consume a feed. Komm, Tempo machen, Tempo. Boah, die Body. Zwanzig Fahrer nur noch. Tempo rausgenommen, interessant. Port greift an. Ach, Sagan ist auch da. He'll be the new polka dot jersey. He can no longer be caught today. He's moving on to the attack. Müsste es eigentlich gleich runtergehen. Kwiatkowski. He's got his teammates riding because in front there's a rider who's dangerous to him in the overall standings. We'll have to keep something in reserve if we want to get away in the final kilometer. Sturz, Massensturz. Eieieiei. Genau vor mir sind die gestürzt. Boah, Schwein gehabt. Ich weiß gar nicht, wer jetzt gestürzt ist. Schwein gehabt, ey. Boah, das war richtig knapp. Just 5 more kilometers. Get ready to sprint. We need to score points for the green jersey. Nibali versucht wegzukommen. Less than 3 kilometers. It
Kwiatkowski. 2 Kilometer noch. Los geht's, was soll's, durchziehen. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Nein, sieht nicht gut aus. Ach, doch ein bisschen länger warten sollen, Mist. Schade, schade. Ach, das war eng. Ja, ich habe jetzt das erste Mal einen Sturz gesehen in dem Spiel. In dem Teil jetzt. Hat mich selbst überrascht. Well done, lads. You rode a very good stage. Finishing so, speichern. Ja, Feline in der ersten Gruppe angekommen. Bilbao 47 Sekunden verloren und Schachmann 2 Minuten verloren. Ach, schade. Gesamtwertung. Naja, 17. 28. Hm. Gucken, ob Bilbao was auf einer Bergetappe dann noch gut machen kann. Kwiatkowski führt auf jeden Fall weiterhin. Roglic 15. Naja, gut, okay, machen wir weiter. Punkte haben wir hier, glaube ich, heute nichts geholt. Doch, Fellini hat ein paar Pünktchen geholt. Sagan. Und weiterhin vorne, schön. Und, hügelige Etappe beendet. Gibt es bei Hügel einen Punkt dazu. Und Regeneration gibt es einen Punkt dazu. Ja, langsam wird's. Hi guys, let's start the briefing for this stage. Today's route is hilly and a leg breaker. So, 2 Etappen noch. Und die hat es auch in sich. Ah, Valverde, Alaphilippe, Kwiatkowski. Also wieder eine Etappe für Kwiatkowski. Auch für Valverde. Also er wird wohl im gelben Trikot bleiben nach der Etappe. So, Feline, 15 Punkte. Also ist eigentlich wieder eine gute Etappe. Schachmann, ja. Schachmann ist super in Form. Schade, dass der. Ah, er hat am Berg eine 69. Ah, das ist zu schlecht. Da kommt er nicht weit mit. Was hat eigentlich Bilbao am Berg? Eine 76 nur. Ich glaube auch nicht, dass ich mit ihm dann. Feline auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass ich mit ihm da um die Top 10 fahren kann. We should see plenty of movement with the favorites for the overall standings obliged to come to the fore. Schachmann, der soll jetzt mal hier Angriffen folgen. Er kann hier mal wieder arbeiten, Feline schützen. One and a half minutes for the breakaway. It might just work. Ach so. Time gap stabilized. So, jetzt nochmal. The gap is decreasing. The peloton has not given up.
Bargy und Yates sind jetzt dazu gekommen. Ah, Schachmann 34, so 252. Mal gucken, wie weit sie uns da, also die Gruppe wegfahren lassen. Ach, jetzt greifen die doch ständig in der Spitzengruppe wieder an, ey, Mann. The gap is decreasing. The peloton has not given up. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. So, haben wir noch fast 3 Minuten. Es ist zu gering, die werden auf jeden Fall nicht durchkommen. Eigentlich ja schade. The gap between the peloton and the escapees is stable. The first difficulty of the day is classified as second category. The riders will share 5, 3, 2 and 1 point towards the polka dot jersey. Wieder Angriff in der Spitzengruppe. Schachmann ist noch dabei. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. The breakaway is passing through the feed zone. The peloton is riding hard. Stay well placed. So, wie weit ist es? Schachmann hat schon Probleme mit der... Bilbao und die anderen müssen noch ein bisschen... Oh, Schachmann hat schon echt Probleme. Gucken, wie lange noch in der Gruppe mitbleiben kann. The riders are onto the pad of Perol, also called Pre-Mary, a second category climb. The first rider at the top will pocket 5 points of the mountain standings. So, okay. War kurz abgelenkt. So, Schachmann würde jetzt zurückfallen, leider. The peloton is 2 kilometers from the top of the climb. Boah, jetzt ist schon richtig schnell. Oh, 15%. Boah. Gaudio fällt zurück. Sieht's aus, die haben alle schon Gesink. Feline. Bilbao hat noch Energie. Bennett fällt zurück. So. Gut, jetzt können sie wieder ein bisschen erholen hier in der Abfahrt.
So, jetzt geht's wieder hoch hier. Okay, jetzt muss ich wieder hier gucken. Boah, was machen die hier für ein Tempo, Alter? Das ist echt krass. Ja, ich seh's. Und vor allen Dingen ist das erst der vorletzte Anstieg. Boah. Das wird echt hart, die Etappe. Vielleicht, wenn sie nochmal das Tempo ein bisschen rausnehmen. Wie im Moment. Das rote Gel nehmen. Okay, I'll consume a feed. So, okay. Ich glaube, ich wechsle jetzt auf Bilbao. Es geht noch um die Gesamtwertung. Da wechseln wir noch schnell. Geht sofort weiter. Muss kurz was nachschauen. So, los geht's. Bilbao. Ja, ich gucken, wie lange er hier noch mithalten kann. Ja, es ist wirklich ein bisschen teuer, das Spiel. Gerade wenn man sieht, wie wenig eigentlich immer geändert wird an dem Spiel. Ein neuer Modus kam hier dazu. Das ist jetzt nicht gerade der Hit. Und ja, Multiplayer gibt es immer noch nicht. Leider. Und den würde ich mir auch sehr wünschen. Es würde das Spiel schon um einiges aufwerten. So. Okay, jetzt haben wir das geschafft. So, wo ist der Feline? In der Gruppe mit Sagan. Sie einfach ein Tempo hochfahren. Ich glaube, ich muss ja gleich mein eigenes Tempo fahren. He's trying to get out of the peloton. Watch out. King of the Mountain Sprint in 2 kilometers for the breakaway group. Tempo rausgenommen und dann mache ich jetzt hier ein bisschen Tempo. 30 seconds lead for the head of the race. Yates vorne raus, Kwiatkowski und dann hier die Gruppe. Only 1 kilometer to the top.
and we still don't know who's going to win. Quintana mit Problemen. Zakarin, Galopin. Ah, in der Gruppe muss ich dranbleiben, irgendwie, wenn es geht. Sehr schön. Daniel Martin in der Gruppe. Letzter Kilometer. Ja, aber es dürfte nicht viel Zeit verloren sein. Also ich dürfte nicht viel Zeit eingebüßt haben. Ja, eben der neue Modus verbuggt und ja, mit einem richtig guten Spiel. Das müsste halt mal ein anderer Entwickler. Ein anderer Entwickler bzw. Publisher da mal dahinter sein oder tatsächlich ein ganz neuer Entwickler auch ein Radsportspiel entwickeln. Das wäre interessant, was da rauskommen würde halt. Also es gibt so viel Potenzial, was man da machen kann. Natürlich ist der Markt nicht so groß, deswegen tut es auch kein EA Sports oder sowas, so ein Spiel entwickeln. Aber wenn man jetzt gerade die Tour de France sieht, wie viele Zuschauer das sich auch an der Strecke anschauen, also im gewissen Markt gibt es dann wahrscheinlich schon. So. Gut. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Gesamtwertung. Kwiatkowski bleibt weiterhin vorne vor Uran. Boah, Kwiatkowski wird gewinnen. Sieht gut aus. So. Geht sofort weiter. So, Uran, Nibali, Portiez, Valverde, Jungels. Ah ja, Quintana, 22. nur. Schach mal Dritter und Vierter. Ah, wir sind immer noch vorne in der Gesamtwertung, das ist cool. Auch nichts passiert. So, letzte Etappe. Irgendwas muss man ja noch schaffen jetzt. So, ja, nochmal ausreisen auf jeden Fall, mal sehen mit wem. So, Feline, wie sie noch gucken hier, der ist 24. 16. Bilbao. Schachmann hat jetzt auch viel Zeit verloren. Ja, auch im weißen Trikot keine Chance mehr. Ich glaube, Feline, 10 sind ja Punkte, mindestens 50 Punkte. Feline nochmal rausschicken. Hello everyone. This stage, ridden through the Nice hinterland, could prove to be eventful. With difficulties all along the route, there will be numerous opportunities to go on the offensive.
Gesing, den Bilbao. Oh, Fellini ist schlecht in Form, Mist. Oh Gott, alle richtig mies hier drauf. Breakaway is 5 kilometers from the intermediate sprint. The breakaway riders are increasing the gap. They are not dangerous for the overall standings. We can let them go. Okay, Vorsprung wird größer, das ist schon mal gut. Only the first 4 riders to the top will score points in the mountain standings. Boah, die King of the Mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. Machen die für ein Tempo dort vorne? Fellini auch schon wieder eingeholt. A new difficulty is approaching. The Col de Chateauneuf. Here again, there will naja. Be 5, 3, 2 and 1 points for the King of the Mountains classification. Okay, I'll consume a feed. Breakaway over. Not always a good idea to be too many in a breakaway, as the others will not necessarily want to cooperate with us. So, Bilbao. Alter, was wird hier für ein Tempo gefahren? The peloton is 2 kilometers from the top of the climb. There are just over 50 kilometers left in the race. With the Côte de Paix and the Col d'Ez, we can say that the race is entering its closing phase. And if anyone wants to try to blow the race apart, they will be able to go on the attack from now on. Tempo ist richtig hoch. Descent will take riders towards the Col d'Ez, the last pass of the day, and an emblematic location in the Paris-Nice race. Warum machen wir? Ah, die dann, naja, egal. Soll eigentlich kein Tempo machen, ey. Front of the race is now starting the ascent to the Col d'Ez. If a rider manages to go over the top alone, he will have a good chance for a win, because thereafter the road only slopes downwards until the finish in Nice. Watch out! You'll soon have no more energy for an attack. Von der Mitfahren her. Something in reserve if we want to get away in the final kilometers. Wir nochmal angreifen eigentlich. Breakaway over. Boah, das Tempo ist hoch, ey. It's ranked as a first category. Immertogen, moin. So. Points up for grabs. Mann, 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 ey. Dort Fahrer noch dabei. Okay,
Boah, jetzt wird es nochmal steil hier. So, ich muss ja noch durchhalten. Es sind noch ein paar Kilometer bis zur Bergwertung. Und das Feld immer noch riesig. Vergessen. Zu verpflegen. Und hier war immer das Tempo rausgenommen. Nee, die setzen nach. Bringt nichts, da auszureisen. Die Etappe heute, die war sehr gut. Hochinteressant. Viel passiert. Chaotisch. Und macht die Gesamtwertung schon nach der ersten Etappe eigentlich interessant. Oder interessanter, weil die Favoriten jetzt schon mal, oder einige Favoriten Zeit gut fahren müssen. So. Mal aufpassen, dass ich einen Sturz fabriziere. Anstieg. Mal probieren hier vielleicht irgendwie wegzukommen. Keine Chance. Gut, wir alle da. Attack. No need to ask questions. Ja, hier wird jetzt nichts mehr passieren. Schachmann kann auch nicht sprinten, naja. Ups. Schon wieder ein Sturz oder was? Kilometer. The lead riders are now onto the Promenade des Anglais. It's now flat all the way to the finish. They will have to settle it in a sprint. He's trying to get out. Watch out! Na gut, meiner kann nicht sprinten. Und das ist kein Sprinter, insofern. Aber Sagan gewinnt auch nicht. Ja, ist echt schade, dass Buchmann nicht mitfährt. Ja, am Berg haben wir eigentlich jetzt echt gar keinen dabei. Das stimmt.
Aber für Buchmann oder auf Buchmann können wir halt für die Spanien-Rundfahrt hoffen. Da ist er Kapitän für Bora und da bin ich echt gespannt, was er dort dann zeigen kann oder wie gut er dort mithalten kann am Berg. Aber jetzt hier bei der Tour fällt mir jetzt aus deutscher Sicht auch keiner ein, der da vielleicht für eine Überraschung sorgen könnte. We had no real ambitions for the classification of this stage. The least that can be said is you didn't prove me wrong. So, Bilbao, der Einzige, der vorne mit dabei war. So, Gesamtwertung. Also, Kwiatkowski gewinnt Paris-Nizza vor Uran, Nibali, Richie Porte, Simon Yates, Tom Dumoulin und so weiter. 16, das ist dann Bilbao geworden. Ja, das ist okay. Gesink 61. Walscheid ist noch aus der Zeit gefallen. Die Zeit überschritten. Naja. Schachmann 64. Ja, von den Ergebnissen passt ja schon. Quintana nur 22. Noch hinter Sagan. So. Oliver Nasen gewinnt das Bergtrikot, das grüne Trikot Matthews. Felino immerhin Fünfter. Weißes Trikot Thijs Benoot. Schachmann Sechster. Teamwertung Sky. Sind wir Zehnter geworden? Naja, so, also Kwiatkowski hat jetzt hier nochmal gut Punkte gemacht. Schachmann Siebter jetzt in der Pro-Einzelwertung. Und Verline Neunter. Ah, das ist hervorragend. Und unser Team, ah ja, vierter Platz. 165 Punkte, sehr schön. Ja, wir müssen einiges an Punkten vorlegen, weil wir noch bei ein paar Rennen das Team nicht dabei ist. Das ist das Problem. So, Ziel erreicht, hügelige Etappe. Das heißt, bei Hügel gibt es was dazu. Ja. So, Paris-Roubaix sind wir leider nicht dabei. Gucken, wer es gewinnt. Peter Sagan mal wieder. Vor Terpstra, Van Avermaet, Stuyven, Van Marke. Naja, gut. Weiter. Weiter. Boah, jetzt haben wir hier ein paar Punkte eingebüßt. Nur noch ein Neunter. Boah, Quickstep hat richtig krass Punkte gemacht. So, Sprint Challenge sind wir dabei. Ja, da also können die Sprinter fahren. Van Gnechten, Thwaites, Walscheid mit guter Form. Und dann müssen wir gucken, wer noch mitkommt. Gucken wir mal, Spiel natürlich. Rennstart ändern. Ja, jetzt bloß die richtigen. So, ja, Bilbao brauche ich nicht mitnehmen. Nehmen wir Sieberg für mit. Gaudio Felline könnten wir durchaus mitnehmen. Ja, nee. Passt schon so die Aufstellung. So, Sprint 74, Sprint 74. Oh, haben alle einen Sprint im Wert von 74. Andere 75. Ja, mal gucken. Wer dann mein Kapitän ist, sozusagen. Welcome to the briefing for this first stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and without any difficulties. But be on your guard as the wind can lead to Bordeaux. Normally, we'd put a cross through. Spielen. Mal gucken, mit wem ich jetzt hier fahre, weil die kleinen Anstiege dazwischen gefallen mir gar nicht.
McLay, Richese, Van Poppel. Okay. So, ja, gut. Form schlecht. Van Knechten hat eine gute Form. Walscheid hat eine gute Form. Twaits hat eine gute Form. Tja. Hügel ist Twaits eigentlich am besten. Fahr ich mit Twaits. So. Good morning, ladies and gentlemen. This stage in the Netherlands with its featureless terrain seems destined. Ja, die Sprint Challenge ist echt hügelig. Hätte ich jetzt. Wusste ich jetzt auch nicht mehr, dass da doch so viele Hügel dabei sind. So, die bauen jetzt aber erstmal hier. Obwohl Feline, der ist schlecht in Form, der wird nichts reißen. Sieberg. Twaits, Gaudio. Walscheid, so. Na, gucken wir mal. One and a half minutes for the breakaway. It might just work. The peloton is riding hard. Stay well placed. Drei Minuten schon weg, Ausreißer. Ja, mal gucken. Noch über 100 Kilometer, da wird noch nicht viel passieren. Wie sieht eigentlich die morgige Toretappe aus? Gleich mal gucken, nebenbei, solange hier nichts passiert. So, Etappenprofil. Ja, auch wieder Pretzlach. Anfang eine kleine Kategorie 4 Bergwertung. Ja, also morgen nochmal Sprintertag. Dann am Montag das Mannschaftszeitfahren. Ja, Dienstag Sprinter. Ja, die ganze Woche eigentlich Sprinter-Etappen. So, jetzt machen die sogar hier Tempo. Das ist gut. Also mir geht es eigentlich nur um Etappensieg. Die Sprintwertung ist mir auch egal. Lammerting, Van Knechten, Schachmann machen Tempo. Passt. Ja, das mit den Formhöhepunkten oder mit der Form an sich findet auch ganz gut. Man sieht schon mal, dass wirklich Favoriten oder bessere Fahrer auch Probleme haben oder noch nicht so in Form sind. Oh. Ich sehe gerade, ich müsste hier vielleicht mal aufs Spiel ein bisschen aufpassen, ne? Waits bin ich. Okay, I'll consume a feed. So. 16 Kilometer. Okay. Another 15 kilometers to go before the conclusion of this first stage. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. Okay, die letzten 10 Kilometer. Jetzt muss ich hier nach vorne. Soll mich hier nach vorne, bitte. Sieberg. So.
So, die Ausreißer sind so gut wie eingeholt. So. Ich dachte, es wären irgendwelche Hügel, aber das ist ein 0,3% Anstieg hier. Das ist gar nichts. Ah, jetzt kommt nochmal hier Wind. Oh, shit. Only 3 kilometers left. It's a bunched peloton that will fight it out for victory in Zeeland. Oh Mann. 2 Kilometer, das ist echt. Ein Sprint mit Wind. Oh Gott. 1,4 Kilometer. Last kilometer. You've got to sprint. Ach, ich bin zu weit hinten gewesen. Watch out. You're not going to be able to attack much longer. Das war schlecht. Durch den Wind, das. Ach. Well done, lads. You rode a very good stage. Trades, vierter Platz. Naja. Is extremely satisfying. We got off to a good start and we must keep on like that. Schade, vierter nur. Aber es gibt ein paar Punkte, glaube ich. Ja, 8 Punkte haben wir gemacht. Sehr gut. Nicht dabei. Hi guys, let's start the briefing for this stage. So, jetzt haben wir hier mal eine ganz normale Sprintetappe, bevor es hier wirklich nochmal schwieriger wird. So, dann fahren wir die gleich. Chimolai van Poppel, Kurt Nielsen, okay. Gucken, ob ich jetzt jemand anders die Chance gebe. So wie Walscheid ist sehr gut in Form. Twaits nicht so gut in der Tagesform. Ja, dann hat jetzt Walscheid die Chance. Los geht's. Greetings, ladies and gentlemen. With a flat route that harbors no difficulties, today's stage is destined for the sprinters. And we should see a mass sprint in the streets of Saint-Amand-Montrond. So, wen schickt man da jetzt mal weg? Fabio Felline. Van Genechten schützt jetzt hier Walscheid. Contrary to habit, this stage is not one, but two intermediate sprints. This should allow the Baradeurs to score plenty of points towards the green jersey. Still no breakaway. You're afraid of a bordure or what? The breakaway is widening the gap. Jetzt habe ich nobody who's a threat to the overall zwei Leute in der Ausreißergruppe. Interessant.
Juckt mich ja erstmal gar nicht. The first climb of the day is classified as fourth. There will be one point that goes towards the mountain standings. A new climb is approaching for the head of the race. Oh Gott, immer mit den Angriffs. One point that goes towards the mountain standings. Aber wenn ich mit beiden durchkommen würde, ah, das wäre perfekt. Gruppe ist nicht so sehr stark. Flat stages. Little wonder that they're not shown in their entirety on TV. Ja, noch knapp 2 Minuten. Ich glaube nicht, dass sie durchkommen. Na, immer noch 2,5 Minuten. Mal gucken. War nach 80 Kilometer. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. Jetzt immer noch 2 Minuten, 50 Kilometer. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Ich glaube, da kommen wir nicht durch. Alle im Feld drin. Naja, gut. Dann geht's zum Sprint. So, 10 Kilometer vom Ziel. 30 seconds lead for the head of the race. The riders are all back together. Everything will be played out in the final kilometers. Ein bisschen nach vorne fahren. Ein kleiner Anstieg mit 2%, das ist eigentlich gar nichts. Sollen wir hier draußen hier abdrängen? Sonst mache ich hier genau noch so einen Abgang heute wie der Froome. Jetzt lass mich nach vorne fahren hier. So, 2,9 Kilometer. Position ist ganz gut. So, Van Genesten, der kann jetzt hier Tempo machen. Ach komm schon, ey. Was war denn jetzt? Dritter könnte es gewesen sein. Noch. War zu weit hinten. Schade. Great guys. I wasn't expecting anything from this stage. Immerhin Dritter. Das ist doch okay.
Kann ich mich nicht drüber beschweren. So, wie sieht's aus? Wahlscheid, 6 Sekunden, 5 an der Gesamtwertung. Hat die Chance. Hat die Chance vielleicht. Der letzten Etappe. Ja gut, wir sind in der Kategorie 4 Berge. Da kommt auch der Wahrscheid rüber. Das heißt, durchaus, wenn ich jetzt gewinne mit Wahrscheid, ist die Chance da, vielleicht schon die ersten drei in der Gesamtwertung noch zu kommen. So, Richese, Cimolain, Kurt, Nielsen. Wieder mal die Favoriten. So, war halt nicht gerade in guter, gar keiner ist in guter Form, alle in schlechter Form irgendwie. Ja, aber war halt, darf man mal ran. Hello everyone, as they do regularly on Paris-Nice, the riders will firstly face the Mont du Beaujolais before venturing onto the more gentle but lengthy slopes which lead to the finish in Saint-Étienne. So, jetzt darf aber Schachmann nochmal sein Glück versuchen. Jetzt beschützt Thwaites mal den Wahlscheid. It's pretty much of an open day today. The sprinters should be interested in the stage win, but the finish could allow fighters to make life difficult for them. Peloton has caught up. There's no more escapees. Ja, okay, jetzt sind sie weggekommen, egal. Immer kein Ausreißer dabei, was soll's. Dann müssen wir so durch. The Peloton is riding hard. Stay well placed. The head of the race is 5 kilometers from the intermediate sprint. The peloton and the breakaway is decreasing. Lammerting macht Tempo. Naja, gut. Soll er machen. Passt. Obwohl. There will be one point to be had towards the polka dot jersey at the top of the next climb. The breakaway is losing ground. You must constantly try to shelter from the wind. So as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. So, 80 Kilometer. The gap is increasing. We don't need to ride for now. There's nobody dangerous for us in the breakaway. The breakaway is losing ground. Teams want to avoid a sprint finish. They'll now have so, was kommt der Kategorie 4 Berg? The next two climbs are classified as fourth category. There is only one point to be had at the top of each. Das Tempo ist. Last time checked with a breakaway, 1 minute. Ja, es geht. The first riders are 2 kilometers from the climb. Looks like the breakaway still has some gas left. It's still able to widen the gap. The breakaway is holding off the peloton, but it's going to be so, letzter Anstieg. The peloton is riding hard. Stay well placed. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Naja, das Tempo ist nicht so hoch, dass man hier Probleme kriegt. Last time check with the breakaway. 1 minute. The descent is technical. Riders must exercise vigilance. The slightest mistake could have serious consequences. Jetzt geht's auch unten.
going to be complicated. Okay, we'll consume a feed. Walgren, 30 Sekunden. Puh, das wird eng. Das wird eng, ob das Quickstep noch 1:29. Okay, I'm coming to protect you. Obwohl, 25 Sekunden doch jetzt. Da eingeholt gleich. Five kilometers for the breakaway. It'll be tight for the stage victory. Just five more kilometers. Ups, jetzt habe ich zu früh in die Kurve eingelenkt. Massensturz? Oh, fuck, ich bin wieder einge... Verdammt, ich bin wieder so... Lass mich nach links, bitte. Zu weit hinten. Ich bin zu früh losgesprintet, ey. Ach Gott, das war aber ein bisschen blöd. Shit. Oh Mann, heieiei. Ich dachte, ich wäre schon näher am Ziel. Naja, egal. We had no real ambitions for the classification of this stage. At least it can be said is you didn't prove me wrong. Ja, El Pivo 87 war leider ein bisschen zu früh. Ich dachte irgendwie, ich bin schon ein bisschen näher am Ziel. Das war scheiße. Naja. Galopin, warte mal, ich muss ja nochmal gucken. Galopin, 19. Dann war ich halt. Naja. Gesamtwertung gewinnt jetzt Impey. War ich halt trotzdem immerhin 8. geworden. Das ist ganz okay. Galopin, 4. Daryl Impey gewinnt. So, wie sieht's hier aus? 8. Platz. 192 Punkte. Sieht doch gut aus. Ja, und als nächstes geht's dann weiter mit dem Kriterium du Dauphiné. Boah. Hä, habe ich ja gar keinen, der... Von der Form... Muss ich nochmal schauen. Ich dachte, ich hätte einen Bergfahrer für Kriterium du Dauphiné in der Form auch noch. Also für Formhöhepunkt gesetzt. Mal sehen. Gut. Moin, Basti, RNZ. Aber jetzt werde ich erstmal hier Schluss machen mit dem Stream. Das reicht für heute. Vielleicht mache ich morgen nochmal einen Stream, dann auch wieder mit dem Pro-Leader-Modus. Den Stream, den werde ich auch auf YouTube hochladen.
Und ja, dann denke ich mal, dass ich morgen auf jeden Fall auch nochmal einen Stream mache, aber vielleicht auch nur, vielleicht spontan. Zurzeit eher noch spontan. Ich kann jetzt noch keinen irgendwie Stream planen oder Schedule machen. Weiß ich noch nicht. Das wird alles immer spontan gemacht. Muss ja auch noch die Videos machen und nebenbei noch arbeiten gehen. Ganz so viel Zeit habe ich da jetzt auch nicht, das alles unter einen Hut zu bringen. So. Aber gut, wir sehen uns dann vielleicht morgen nochmal zu einem Stream. Ansonsten später kommt das Video noch auf YouTube und wie gewohnt dann morgen auch noch das Tour de France Video mit Movistar. Ja. Ja, Basti, genau. Kommt später auf YouTube. Also, ich sag dann Tschüss und schönen Abend euch noch. Ciao.